Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mittelerde. Mordors Dingsbums. Nee, nein, überhaupt nicht wahr. Schatten des Mordors Krieges. Schatten des Krieges. So sieht es nämlich aus. Hallo. So, wir markieren uns mal ein neues Ziel, nicht wahr? Nicht wahr, nicht? Einfach, weil wir es können. Und dann, guck mal, 133 Fuß, das ist ja praktisch irgendwie direkt hier um die Ecke. Ada. A Britzel. Ui, da hat es aber viel Kollege gesungen. Kann ich eigentlich den Karakor, den kann ich nicht, oder? Was denn? Abschießen doch. Nee. Nicht, wenn er draufkommt, nicht. Dieses, das, ja. Das ist schon das hier, oder? Ja. Aber ich könnte den, na gut. Ist ja egal. Ich habe die Tastenkombination, glaube ich, nicht so richtig alle im Griff. Also Mozu, hä? Mozu macht Ozu. Aha, warte jetzt mal, ist das wieder so eine, wo... Nein, da darfst du mich mischen. Ja, Baka, will ich aber. Charakter L, R2 oder L2. Aha. Sick, Info sammeln. Ja, super. Wird erzürnt, wenn andere Orks in seiner Nähe. Dreifachangriff, das ist nicht schön. Schlechter. Kriegstreiber zusammenprall. Naja, gut. Aber so schlimm scheint er auch nicht zu sein. Ne? 19er, das schaffst du mit links. Lasst niemanden an euch vorbei, sonst nehme ich eure Köpfe. Jungs, wir holen uns da den Kontrollpunkt und habt ordentlich Spaß beim Töten. Sonst ist es sinnlos. Hä, hat er jetzt geschossen? Ja, hat er auch drauf. Ja, aber viel Schaden macht er nicht. Ja, aber hast du ihn schon vergiftet, ist doch schon mal gut. Und es kann auch sein, dass der andere den. Dass der andere den vergiftet hat. Fällt denn aber den Hauptmann um. Scheiße! Ah, fuck! Verschwind! Hä? Ist das nochmal einer? Ja. Wo kommt denn der jetzt her? Oh, ich hab's nicht Du bist immer noch im Spiel. Okay, der Mozu ist weg, keine Ahnung warum. Er will diesen. Oh, wo ist der andere? Also das war schon mal nicht schlecht. Ich hab zwar nichts dazu beigetragen. Du hast schon sozusagen kaputt gemacht. Ja, aber ich ärgere mich schon wieder. Ey, das musst du doch nicht. Aber der andere ist noch da. Ah, okay, das klappt schon mal nicht. Ne? Oh Mann. Ich saug mal. Ne? Ja, gute Idee. Und ich will nochmal eine. Oh, wie fies. Aber wo ist denn der andere jetzt schon wieder ran? Boah, dieser Giftfritze, der ist ja übel. Lecco mio. Der ist cool. Aber wo der ist, das frage ich mir auch. Ich glaube, der andere ist abgehauen. Gegen wen kämpft denn der? Du hast meinen Rivalen getötet. Denkst du, das beeindruckt mich? Er war ein Schwächling. Versuch's doch mal gegen einen echten Uruk. Ja, Mama. Gura. Ja, Beschuss sicher. Okay. Erzürnt durch Verletzung, ja. Ne? Das ist ja scheiße. Na. Ah, du Sau. Und schon vergiftet. Aber jetzt ist natürlich problematisch, dass der sich wehrt. Was muss ich denn? Weg. Ja,
Boah, wie fies! Das ist ja alles voll Chaos, echt. Wahnsinn. Aussuchen. Ach komm! Ich hau mal schnell ab. Ja, ich kann das Bar aussuchen. Der ist aber gebroken. Ah. Ah, Dreck. Der ist ja jetzt gerade tot. Ah, oh, Edel. Sehr schön. Hui. Hui. Also der ist ja total unangenehm, der Typ, der da... Der Gift-Typi, ja. Mann, oh Mann. Du hast nichts zu befürchten. Ja, das ist ja gut. Ups. Usu. Ah nein, du bist ja. Bist ja eh. Bist wieder fit. Achso, ich bin eh voll. Ja, gut, okay. Alles klar. Ja, dann kannst du gerade dort auf. Genau. Der Außenposten los. Die Ulux muss ich töten. Und dort hat es einen grünen Diamant. Ja. Wo schießt es denn da schon wieder? Komm her jetzt da, Scheißdreck. Wie die Verrückten. Ey, ehrlich. Das ist aber auch mal ein echter Kampf. Ja, aber das ist mir zu viel. Also das ist echt, ich finde, das ist echt zu viel. Also der mit dem Gift, der da ständig am Explodieren war, der ist also recht übel. Ja. Aber jetzt wird es ein bisschen ruhiger, nehme ich an. Ulux sind die Stützpfeiler der Truppen des Häuptlings. Wirf sie um. Werf ich sie um? Drei Luftschleichtötungen. Schluftleich. Boah. Oh ja, das sind ein paar. Hm? Mit dem Viereckchen wieder machen. Ah ja, scheiße, vergessen. Und der suche, der suche, der suche. Na gut. Ah, mei, du. Ja, echt mies. Du musst die Großen alle machen. Ja, weiß ich schon, gut. Aber ich mach dann... Macht da eigentlich Sinn, ein paar Kollegen zu haben, oder? Aber wenn da einer allein rumläuft? Ah, das geht ja nicht, scheiße. Falsch gedrückt. Jetzt wird die weg. Hoppla. Oha, leck. Scheiße. Das sind ein bisschen viele, ja? Ja. Oh, das... Oh, was soll das denn, Zerfix? Warum tut denn der mir weh? Ich hab doch dem nichts getan. Oder? Der weiß einfach, dass du noch wirst. Scheiße. Ich muss den richtigen aussaugen, ne? Ja. Das können wir brauchen. Der doch schon so. Weg, 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 weg.
wieder voll. Du musst nur noch eine alle machen, dann hast du es. Na. Na. Na, ja, wer sagt's denn? Was denn jetzt? Jetzt kommt der Boss. Tote Olafs, was? Beeindruckend. Es gibt einen Grund, warum sie für mich arbeiten und nicht andersrum. Uga Kuga. Ja, whatever. Whatever, genau. Na, Jungs. Da kann man vielleicht mal in die Richtung gucken, in die ich laufe. Das wäre total unkund. Fein von euch. Boah, Kinders. Ah, das guck mal. Hab dich. Weißt du mich? Hab dich. Ziemlich lächerlich. Faulendes, madiges Fleisch sozusagen. Der ist ja extrem hässlich. Jop. Ah, das ist ja toll. Find's fantastisch. Total cool. Ich müsste... Irgendwo in die Höhe, ja. Ja. Oh, guck mal. Ach, das geht... Ah, scheiße. Ah, Mann. Es ist einfach nicht mein Tag heute. Oh, du. Oh, Mann, es klappt halt nichts. Ehrlich, gar nichts klappt. Ah, vergiftet, schönes. Ziel und Bocke könnte ich mal noch ausprobieren. Komm, hau drauf. Oh, jetzt? Ja, souverän. Na, souverän ist anders, aber... Eben oh, Ziel und Bocke. Aus Distanz ein bisschen. Ja, das ist gut. Gute Idee. Ich kann nachlaufen, du brauchst nur Gehör haben. Jawohl, und auch mit. Jawohl, 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 ja, schön. Oh. Der war anstrengend. Ja, lass uns zusammenarbeiten. Ja, du, für mich weiterkämpfen, oder? Mach mal. Bist zwar vergiftet, aber es macht ja nichts. Hm? Jupp. Das vergeht auch wieder. Ja, sie sind normalerweise voll, wenn es so ist. Interessanterweise. Ja, souverän. Jetzt kannst du dort noch Kankra-Blafasel aufdecken. Wie heißt der Außenposten hier? Blafasel. Egal. Jetzt muss ich die dämliche Kankra da wieder machen. Aus der Musik der Welt wurde Missklang. Er sah es als seine Mission, dies zu korrigieren. Ein dunkler Herrscher, der die Fehler eines anderen behebt. Die Zukunft ist voll von ihnen. Jeder entschlossen, die Welt vor sich selbst zu retten, das Chaos zu beseitigen, alles zu beherrschen. Also irgendwo hier in der Nähe. War klar, oder? Ja, ja. Yes.
Das die finde ich extrem schlecht gemacht. Da können wir nämlich auch so machen, dass nach man etwas trägt. Sauron. Und nach Sauron. Nach Sauron wird Frieden herrschen. Ja, genau. So ist es. Haben wir auch schon gedacht. So ist es. Du hast noch Fähigkeit. Oh ja, Wahnsinn. Eine Fähigkeit. Vielleicht mal zu gewinnen, mal clever zu kämpfen. Gibt's das als Fähigkeit so? Wie der Gleife? Nee, das ist kacke, oder? Gleife ist eh totaler Scheißdreck. Elbenwut, jede Tötung. Was ist denn das da? Nach eine feurige Explosion. Naja, ist das cool. Naja. Also ich habe Elbenwut noch nie eingesetzt, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Geh mal noch ein bisschen rauf. Nein, nur ein bisschen rauf. Und jetzt heißt links. Erfrierung. Der würde ich zum Beispiel noch. Das ist der letzte Schlag. Oder dann der, der natürlich dann gerade ein paar verhindert. Vor mir einfrieren. Also das ist doch nicht schlecht, oder? Mhm. Ich glaube, ich muss mal nach irgendwie bei Gelegenheit muss ich mal ein bisschen rumgucken, was mir da gefallen könnte. Da gibt es bestimmt noch viele Sachen, die irgendwie cool sind. Ja. Na gut. Im Fendar, aber das ist eigentlich wieder uninteressant. Völlig. Oh, obwohl, nein. Ein Schleichangriff bei einem vergifteten Feind. Würde ich ausrüsten. Mehr Schleichschaden. Schnelles Werfen vergiftet. Ja. Definitiv ausrüsten. Und ja. Dann umsetzen. Ja. Kann man das eigentlich Herausforderung verfolgen? Was bewirkt denn das eigentlich? Weiß nicht. Vielleicht zeigt es dir das dann an? Oder möglich. So? Jetzt schon ein neuer Ring. Ehrlich? Hab ich? Oh ja. Tatsächlich. Und schlechter. Uncool. Rune des Himmels aber. Ja, super. Okay. Aber der macht ja gar nichts, den kann ich direkt vernichten. Jupp. Für Geld zerstören. Für Miriam zerstören. Für Geld. Wie viel Uhr haben wir es denn? Ah ja, okay, ein bisschen habe ich noch. Aber ich bin heute total neben der Spur, ey. Der Wahnsinn. Man merkt's. Komplett neben der Spur. Ich kann ja dir die schweren Sachen überlassen und dann nochmal Kankra spielen. Komm, wir machen nochmal Kankra. Okay. Just for fun. Ah, guck mal. Start, Schleichangriff beim vergifteten Feind. Das finde ich aber nicht schlecht, dass er dir das dann anzeigt. Aber ich habe keine Ahnung, wie man da jetzt eigentlich hinkommen soll, wenn ich ehrlich bin. Da fahren noch einmal Karagors. Kann ich nicht aufsitzen, Schleich aufsitzen bei denen? Oder das haben wir nicht freigeschaltet? Nein, also... Direkt Schleich aufsitzen. Weiß ich nicht, ob es freigeschaltet. Ich glaube nicht. Das kannst du probieren. Was wäre das dann? Wer sagt es da rundum, aber den kannst du nicht. Jetzt kann alles schon mal ein, zwei Pfeil rein. Ah, nee, so, oder? Obwohl, dann kann ich ein bisschen. Weiter. Und nochmal. Und nochmal. Tipptopp. Also, ich würde einfach losrennen. Ja, das klappt nicht. Ich habe gedacht, ich könnte den vielleicht direkt beherrschen, ja. Ne? Aber es hat nicht geklappt leider. Das wäre mal ein feiner Zug. Hm. Irgendwie hat es so ausgesehen, als ob das auf dem Berg oben wäre, aber ist ja gar nicht. Im Berg wahrscheinlich immer. Da links, halt! Was? Da geht's aber doch gar nicht rein. Doch. Ach, das habe ich nicht gesehen auf der Karte jetzt. Mhm. Ist auch nicht ersichtlich gewesen. Ich habe gerade nur auf die Minimap geschaut. Ja. Ah, jetzt hast du wieder so ein schönes Bild aufdecken. Ich sprach einmal mit ihm über die Schönheit Nords, die Pracht seiner Hügel und Wälder.
Er schien zu schaudern. Sauron sah die Welt als Chaos und Makel, die er berichtigen würde. Seine Ringe waren perfekt. Die Welt war es nicht. Das muss doch irgendwie hier so... Ui. Ja, du. Wahnsinn, ne? Okay, die einzige Marke Nords sind die Orks. Saurons Vorstellung von Vollkommenheit ist abscheulich. Ja, finde ich auch. Absolut. An der Stelle würde ich aber auch sagen, ich habe die Schnauze voll. Und, tschüssi. Martin macht es eh besser heute als ich. Bis dann. Ciao.